Das Schlagerjahr 2023 war richtig emotional. Es gab Liebesüberraschungen, Bühnenabschiede und leider auch bedauerliche Todesfälle. Das Schlagerjahr 2023 startete mit einem besonders emotionalen Abschied. Jürgen Drews stand im Januar zum letzten Mal auf der Bühne. Zu Ehren des Königs von Mallorca veranstaltete Florian Silbereisen eine große Abschiedsshow. Bei allen flossen reichlich Tränen. Am 16. Februar stand die Schlagerwelt für einen Moment kurz still. Toni Marshall war im Alter von 85 Jahren gestorben. Läuft da was zwischen den beiden? Diese Frage stellten sich die Schlagerfans 2023 immer wieder. Bei mehreren Auftritten kamen sich Beatrice Egli und Florian Silbereisen sehr nahe. Im April musste sich die Welt von Harry Belafonte verabschieden. Der erfolgreiche Sänger aus den USA starb am 25. April im Alter von 96 Jahren an Herzversagen. Über die Trennung von Stefan Ross und Anna-Karina Wojcik wurde dieses Jahr immer wieder geredet. Es war die Liebesüberraschung des Jahres. Im Juni gab Schlagerstar Michelle bekannt, dass sie mit Nachwuchstalent Erik Philippi zusammen ist. Im Juni sorgte Helene Fischer für einen Schockmoment. Während ihrer großen Arena-Tour verletzte sich die Sängerin. Bei einer akrobatischen Einlage auf dem Trapez zog sich der Schlagerstar eine Platzwunde auf der Nase zu. Blut floss ihr übers Gesicht. Besonders schöne News gab es vom Schlagerduo Fantasy. Martin von Fantasy verkündete im August, dass er seine Verlobte Mella Rose geheiratet hat. Am 13. September starb eine beliebte Schlagerlegende, Roger Whittaker. Der Sänger schied mit 87 Jahren aus dem Leben. Ein weiteres Bühnenaus müssen die Fans von Peter Maffay verkraften. Der Grund? Er möchte mehr Zeit mit seiner kleinen Tochter verbringen. Im Oktober schockierte Ex-Kinderstar Heinche seine Fans. Er erklärte, dass er Krebs hat. Zum Glück konnte der Tumor leicht entfernt werden. Heinche geht es mittlerweile wieder gut. Michelle sorgte 2023 nicht nur mit ihrer Liebeserklärung für Schlagzeilen. Im Oktober verkündete die Sängerin vollkommen überraschend ihr Karriereende. Am 8. November starb Hannelore, die Frau von Kultsänger Heino. Zum Ende des Jahres gab es auch schöne Nachrichten. Helene Fischer veröffentlichte eine Coverversion zu Atemlos gemeinsam mit Shirin David.